Es scheint die Woche des Tonight Dennis zu sein. Mann des Spiels schon am Samstag in Kassel. Und auch gegen den FC 08 Homburg kürt sich der Deutsch-Türke zum Matchwinner. Mit dem 3:2 Siegtor für Kickers Offenbach. Und das Ganze nach 0:2 Rückstand und 5 Minuten vor Spielende. Nach dem 2:0 Rückstand haben wir einfach Charakter gezeigt, was für eine starke Mannschaft wir sind. Und umso glücklicher sind wir, dass wir das Ding hier drehen konnten. Nach dem klaren 4:0 Auswärtserfolg in Kassel sieht OFC-Trainer Sreto Ristić keinen Grund, etwas zu ändern. Schickt die gleiche Elf auf den Platz. Also auch wieder Dennis Hussein Basic. Der Youngster ist neben Tunay Dennis gesetzt und inzwischen mehr als nur Ersatz für die Verletzten. Bekommt das Vertrauen des Trainers. Wir sind dafür da, sich darum zu kümmern, dass die Jungs bestmöglich präpariert sind. Und da müssen wir Augen und Ohren offen halten und kommunizieren und erkennen. Wir sind eigentlich sehr, sehr eng mit dem ganzen Kader und versuchen, jeden ins Boot zu holen. Ich glaube, das ist bis jetzt auch gesehen worden oder gezeigt worden auf dem Platz, dass uns jeder hilft und wir schenken jedem Vertrauen, der natürlich im Training und drumherum sich engagiert und Leistung bringt. Leistung wird immer belohnt und das ist eben das, was die Jungs spüren. Eine gute Leistung ist auch gegen den FC 08 Homburg nötig. Der FCH ist unter Trainer Timo Wenzel in 9 Spielen noch ungeschlagen, möchte diese Serie auch auf dem Biberer Berg fortsetzen. Doch auch der OFC in Rot-Weiß möchte zum 10. Mal in Folge punkten und kommt hier ganz gut rein. Das ist Tuma. Und auf einmal ist Fetsch frei, kommt nicht richtig ran, aber ein erstes Gute des OFC nach nicht mal 2 Minuten. Es ist von Anfang an ein munteres Spiel. 5. Minute, der erste Freistoß für die Kickers, Tunay Dennis. Gefährlich, aber kein gefährlicher Abschluss. Dann kommen auch mal die Gäste. Schick kombiniert. Dulek zieht ab, aber verzieht. Doch der OFC sollte gewarnt sein. Homburg versteckt sich nicht, setzt die Kickers vermehrt unter Druck. Kommt hier so an den Ball. Gößweiner, noch hapert's beim Homburger Abschluss. Offenbach tut sich schwer in dieser Phase. Die Gäste pressen hoch, holen sich so den Ball und kombinieren dann gut. Gößweiner, Dulek, dann kracht's. Nach dem Motto, aller guten Dinge sind 3, haben die Gäste jetzt die richtige Justierung beim Abschluss gefunden. Gößweiner mit Übersicht, Dulek mit Wucht, sein 8. Saisontor. Und nach über 6 Wochen mal wieder ein Rückstand für den OFC, der etwas geschockt wirkt. 3 Minuten später schon wieder Homburg im Angriff. Die Kickers kriegen es nicht geklärt. Lienhardt setzt nach. 2:0. Die Gäste mal so richtig effektiv. Hier entschlossener, energischer und am Ende Kapitän Lienhardt mit dem eingesprungenen Hechtkopfball. Dann schütteln sich die Kickers, 20 Minuten vorbei und Tunay Dennis bei einer seiner Kernkompetenzen. Nicht schlecht mit Aufsetzer, keine Gefahr für Saalfeld. Aber der OFC fightet sich in dieses Spiel zurück. Dennis, dieses Mal lang auf Tuma. Da wo Tuma, macht das gut. In der Mitte Vierrad, Anschlusstreffer. Serkan Vierrad, am Samstag noch angeschlagen, ausgewechselt, heute wieder fit und hier goldrichtig für sein 7. Saisontor nach der Maßflanke von Davut Tuma. Nur noch 1:2 und weiter die Kickers. Dieses Mal über die rechte Seite, stark kombiniert, Fritscher, Hussein Basic abgeblockt, das Eigengewächs heute eher mit Defensivaufgaben, am Ende mit Offensivfoul. Den anschließenden Freistoß spielen die Gäste ruhig hinten raus. Aber Tuma gibt den Störenfried, läuft Reuster wild entschlossen an, klaut den Ball und trifft. Was eine Szene, Davut Tuma, Saisontreffer Nummer 4, setzt Jannis Reus unter Druck, der weiß gar nicht, wie ihm geschieht. Zack ist der Ball weg. Tuma ganz cool. Erst die Vorlage, jetzt das Tor. Innerhalb von 2 Minuten alles wieder offen. Ein richtig gutes Regionalligaspiel. Knappe halbe Stunde vorbei und der OFC kommt wieder über Tuma. Gefoult, aber Vorteil. Hussein Basic, schönes Solo. Auch er bleibt hängen. Saalfeld packt zu. Die Kickers jetzt das bessere Team. Immer wieder mit Dennis. Und Davut Tuma sehr auffällig, Fetsch zu zentral und ohne Druck
So bleibt es beim 2:2 zur Pause. Das Fehlen von 8 Verletzten kriegen die Kickers ganz gut kompensiert. Aber Ristić fehlt noch mehr. Beim Sommerspiel hätten wir einfach gewünscht, vor der Ränge einfach unsere Fans, die uns da wahrscheinlich noch mehr nach vorne gepeitscht hätten. Das wäre einfach ein Ereignis, das wir gerne mit den Fans gefeiert hätten. Vor allem das, was in der zweiten Hälfte noch folgen sollte. Ristić Team zunächst unverändert, Homburg mit Marceta für Gößweiner im Sturmzentrum. Aber erstmal die Kickers über Marcos. Und in der Mitte Vierrad, fast das 3:2. Viel fehlt da nicht. Dann machen wir einen Sprung in die 70. Minute. Das Spiel intensiv, mit vielen Zweikämpfen, aber nicht so vielen Torchancen wie im ersten Durchgang. Jetzt mal wieder die Gäste. Über Marceta. Philipp Hoffmann. Und Di Gregorio, in Offenbach geboren, aber nie für die Kickers gespielt, sein Schuss harmlos. Beim OFC sind inzwischen Lämmer und Garic für Tuma und Fetsch im Spiel und Dennis bringt mal wieder eine Ecke. Schaffors Tor, Czelenjecki, Saalfeld, das Spiel komplett offen, beide Teams wollen den Sieg. Die Schlussviertelstunde, Dennis verliert den Ball gegen den eingewechselten Hingerl. Marceta ist durch, Karpstein Monster-Tackling. In letzter Not packt der Innenverteidiger mit vollem Risiko die Grätsche aus, verhindert Schlimmeres. 5 Minuten noch, Ecke OFC, dieses Mal von Serkan Firat. Wo ist der Ball? Bei Dennis, Wahnsinn! 3:2, die Kickers drehen das Spiel durch das 9. Saisontor von Tunay Dennis. Wieder mal nach einem Standard, aber mit vertauschten Rollen. Ja, ich glaube, davor habe ich die Ecken geschossen. Diesmal hat mich Serkan gefragt, ob er die Ecke schießen kann. Und ich dachte mir, ja klar, warum nicht? Weil ich weiß, was für einen brillanten Fuß er auch hat. Und ja, das hat er dann natürlich gezeigt. Ich habe nur spekuliert auf einen Abpraller irgendwie. Ich glaube, Seba verlängert den irgendwie. Hüseyin Basic legt ihn auf mich ab und ich versuche ihn dann irgendwie flach durch die Beine zu schießen. Und ja, umso glücklicher bin ich, dass es so geklappt hat. Anschließend muss der OFC noch eine brenzlige Situation überstehen. Homburg jetzt natürlich mit langen Bällen vorne rein. Der eingewechselte Marcel Karl Flauda hält den Sieg fest. Weil auch in der 4-minütigen Nachspielzeit nichts mehr anbrennt, fährt Kickers Offenbach in einem richtig guten, intensiven Spiel gegen den FC 08 Homburg nach 0:2 Rückstand noch einen 3:2 Heimsieg ein. Den wollten wir unbedingt. Schwierige erste 20 Minuten gehabt, aber ich glaube, wir haben dann auch nicht den Kopf verloren. Wir sind cool geblieben und ich glaube, da sieht man auch einfach ja, den Reifeprozess, die Entwicklung, die wir gemacht haben und konnten dann schnell ausgleichen und kurz vor Schluss dann das Spiel für uns entscheiden. Ja. Der Gegner war auch richtig gut eingestellt. Wir wussten auch, dass der Gegner enorme Qualität im Kader hat. Das haben sie aber heute auch von der ersten bis zur letzten Minute auf den Platz gebracht. Wie gesagt, das Spiel war ja wirklich offen, lange, lange Zeit. Wir lagen 2-0 hinten, kamen zurück und dann machen wir das nötige Tor zum Sieg aus einer Standards wieder. Das ist einfach sensationell. So bleibt zumindest eine kleine Aufstiegshoffnung auf dem Biberer Berg noch am Leben. Bei weiterhin 5 Punkten Rückstand auf Freiburg. Am Samstag muss der OFC zum Topspiel zur SV Elversberg. Keine 20 Kilometer weiter östlich spielt Homburg dann daheim gegen Hoffenheim 2.